Hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Wack and the Big Time Hack. Ja, in der letzten Folge haben wir Feuer gemacht, beziehungsweise die Kohlen eigentlich nur heiß gemacht, beziehungsweise den Kessel, beziehungsweise das Wasser im Kessel. Und wir haben gesagt, dass wir dann in der heutigen Folge mal gucken werden, ob wir mit ihr nochmal sprechen können. Den Raumanzug müssen wir auch noch gucken, dass wir den reparieren. Da fällt mir gerade ein. Ah ne, die Käseglocke ist jetzt ganz weg. Die können wir da auf jeden Fall nicht für benutzen. Ja, wir gucken mal, ob wir mit ihr noch sprechen können. Ist doch kein Urmenschen, echter Apfel. Okay, mit ihr können wir nicht mehr sprechen. Keep it vegan, Kiwi. Na gut, dann wechseln wir erstmal, wie schon angedroht, zum Klot. Das reimt sich irgendwie sehr gut. Achso, da müssen wir erstmal gucken, was wir eigentlich machen müssen. Ich habe immer noch den USB-Stick. Aufgabenheft. Stecke eine Münze in den Umschlag. Ja, wir haben ja immer noch keine Münze. Schicke den Umschlag ab. Können wir dementsprechend nicht machen. Finde ein besseres Zuhause für Sushi. Moment, Sushi war der Goldfisch. Triff Julia im Squids. Ich habe gerade so ein... Ob es mir hilft, weiß ich nicht. Sicher werden einige von euch noch das Spiel Zack McCracken kennen, wo wir... Ah ne, das war dieser Store. Achso, doch, da ist ja Sushi drin. Wo wir, ich meine, mit dem Goldfischglas einen... Bodenfliese? That's a well-mopped bone-dry floor tile, if ever I saw one. Ja, doch, die habe ich mir, glaube ich, schon mal angeguckt. Wo wir, glaube ich, daraus einen Helm gemacht haben. Einen Helm, womit wir ins Weltall fliegen konnten. Und einen Taucheranzug, glaube ich, hatten wir an, wenn ich mich richtig erinnere. So, jetzt probieren wir nochmal eben. Okay, now, don't be scared, little fishy. What the f*** do you think you're doing? Hands off the fishbowl, face. Boy, that's a lot of profanity for just one dialogue. That fish looks a bit bored, no? Sushi is just fine, thank you, schmuck. Sushi? You're not planning on eating that fish, right? Well, maybe I am, maybe I'm not. Also, ich denke, wir müssen den ablenken. Ich würde jetzt so spontan sagen, dass wir vielleicht gucken, er hat doch das Bier, ob wir da vielleicht ein bisschen Dreck in reinmachen. Seems a little too nasty to leave the smell of old stout in this place. Ah, ist das dein Ernst jetzt hier? Müssen wir erstmal. Achso, nee. Jetzt habe ich natürlich keinen Kaffee da drin. Ah, Wasser scheint es aber auch zu tun. Ups. This is Lenny speaking. There's been an incident in aisle one. Staff to aisle one. Staff to aisle one. Bring them up, please. Thank you. Like I ain't got more important stuff to do. I was in the zone, too. Okay, offensichtlich können wir jetzt hier... I'm gonna take real good care of you, Sushi. That should do it. Sushi to go. Now, where was I? Oh yeah, the taking over the world part. Okay, Moment, ist noch was? Just a load of confusing code. Looks like the language is called Python. And the file being edited is called agent.py. Ich meine aber, ich hätte gerade was gesehen. Das Problem ist, obwohl, ja, wir können draußen, war das hier? Hier offenbar nicht. Ah,
Ach, da muss ich ja auch noch fischen, also was rausangeln, ne? Fällt mir gerade ein. Und die Patronen, die muss ich auch noch aufladen. Black, empty. Cyan, empty. Magenta, empty. Yellow, check. Das sollte ich auch. Ach, Moment! They don't seem Dunkel. to mix very Nein, well. nein, 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 Dunkelbier. Hey, the pitch black pint of stout looks like a perfect match for the black slot. Das ist nicht euer Ernst, Leute, ganz ehrlich. Ich habe gerade nämlich noch so gedacht, als er das gesagt hat, ja, da haben wir doch irgendwas mit Ketchup oder so. Nee, ein Senf, glaube ich, ne? Bei Gelb hat das, glaube ich, gesagt. Haben wir doch irgendwas hinzugefügt. Da muss doch irgendwas sein, was wir da jetzt noch machen. Dieses Fuchsi, also ich vermute, kann man das vielleicht zerschneiden oder Let's so? not combine those. Ich müsste doch jetzt eigentlich ein leeres Glas haben. They don't really go together. Ja, aber also ich denke mal, dass das wirklich eine Farbe wird. Deswegen habe ich dieses Fuchs ja auch behalten. Wobei, dann brauche ich immer noch Blau, glaube ich, ne? Moment. Das versuchen wir mal eben aufzufüllen. Scooped me up some water. Ja. Ich habe nämlich eben was gesehen. Genau, da war ich eigentlich stehen geblieben. I don't think I dare to try that again. The kid got so irritated last time I did it. Trinkgeldglas. Note says, fill the tip jar. We've been through this, sir. Please leave Phil alone. Aber wir haben immer noch keinen. I don't think so. Ich denke mal, dass da wirklich dieses Geld drin ist, was wir in den Umschlag packen sollen. Sorry, but no. Nee, ich will das nicht mit Phil. Note says, fill the tip jar. Ach so, Phil, das trinkt leer. Ja, okay. Let's try something else, shall we? Keine I Ahnung. don't think so. Let's not combine those. Zeitschriften, können wir die dem geben? I think I'm gonna hang on to it. Was hat er denn noch? Hundekot, Bambus stecken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir davon irgendwas benutzen können. Also, die Idee wäre jetzt von mir, dass wir ihn ablenken und dann einfach da reingreifen. Aber wie soll ich ihn ablenken? Hi, Lenny. This is Lenny speaking. Could someone please tell the customer in aisle one not to bother the staff? Thank you. Hier habe ich die Figur, glaube ich, rausgeholt. Ne? Was ist denn das I bet that's gewesen? where you put empty cans to be recycled. Nothing in there. Ich irgendwo eine Dose mitgenommen in der letzten Folge? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Sorry, but no. Kann man das nicht einfach zukleben? This is Lenny speaking. Could someone please inform our hipster-looking friend in aisle one not to stick junk in the recycling machine? Thank you. Sorry. Recycling wahrscheinlich dann für Plastik, oder? I've got the distinct impression that it's just meant for empty cans. Ach so, nur für Dosen. Ja gut. Briefschlitz. I think I can see that banana peel down there in the darkness. Banan. Ach so, nee, gelb hatten wir ja schon, ne?
Moment, das ist das Bürogebäude gewesen. Das war das Pfandhaus. Der will auch keine Zeitschriften haben, nehme ich mal an, ne? These might actually be quite interesting. If I were a hairdresser. Back in the 50s. Das waren die vom Friseur. Ach so, ich habe das irgendwie im Kopf, dass das die waren von der Zukunft. Ja, da ist nur Kehr. Ach so, stimmt, den Ohrring haben wir auch immer noch nicht geholt. Big, bright and shiny. Ich brauche irgendetwas zum Angeln. That's a very sharp and pointy object. I'm gonna pass. Oder Magneten vielleicht oder irgendwas in der Richtung. Das war hier. Nah, I'm not falling for that again. Ach ja, die Dose, die braucht man ja auch noch. Mind if I take that can? Maybe later, waiter. Annette mit nice chatting Plaudern. To you, Salty. See you around, kid. Können wir den irgendwie ablenken? Nah, I'd better hang on to it. Nah, I'd better keep it. I think I'm gonna hang on to it. Okay. Nah, I'd better hang on to it. Hang in there, Sushi. I'll set you free. Ich werde dich befreien. Nah, I'd better keep it. Nah, I'd better keep it. Ich hab da gerade so eine Idee. Nah, I'd better hang on to it. Ich gehe gleich auch nochmal hier rein, aber ich habe da gerade so eine Idee wegen Sushi. Weil das einzige Wasser, was mir so einfallen würde, wäre jetzt hier vorne. Okay, Sushi. It's not perfect, but it's way bigger than your current bowl. Beautiful. And to honor this moment, I'll refrain from cracking a cheap joke right now. Nachdem ich das gesagt habe, du solltest dich mit all den Münzen da unten wie zu Hause fühlen. Schließlich bist du ja ein Goldfisch, wie gesagt. Okay. Having said that, you should feel right at home with all those coins down there. You being a goldfish and all. Sorry about that, Sushi. Ja. I can see tons of coins glimmering down at the bottom. Ja, verdammt, warum kann ich dann keine einzige da rausnehmen? Okay, wir gehen noch mal in die Bar rein. Ach! Excuse me, waiter. What's up, Salty? I'd like to order a snack, if I may. You being the waiter and all. The service at this place could use some work, you know. You just name it, Salty. What can I get you? Well, I need something to complement this fine can of Le Chef's salt water. Something a little sturdier than peanuts, but not quite a full meal. How about a nice soft-boiled egg? Sure thing, Salty. One soft-boiled egg, come in right up. Ein Ei. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erst den Strauß ablenken, erschrecken, wahrscheinlich eher erschrecken, damit wir ein Ei kriegen. Das müssen wir ihm geben, beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich vorher weich kochen, dann ihm geben. Und ich denke mal, dann können wir die Dose auch ab, also wegnehmen. Oh, hi. Was machst du denn hier? Na, hallo. Kommst du öfter hierher? Well, hello there. You come here often? You're Clute, right? No need to pretend we didn't arrange to see each other here. Analyse, du kannst deine Augen nicht von diesen coolen Äußeren lassen, habe ich recht? Analyse, du suchst einen Urmenschen, der sich erholt, habe ich recht? Analyse, du vermisst deinen Ex-Freund Justin, habe ich recht? Ich mach mal das Erste. Analysis. You can't take your eyes off this snazzy douchebag exterior. Am I right? Well, I admit it started off kind of snazzy looking, but it's already looking increasingly douchey by the minute.
Analyse, du vermisst deinen Ex-Freund Justin, habe ich recht? Analysis. You miss your ex-boyfriend Justin. Am I right? What? You know Justin? I do know Justin, and I know he's missing you like crazy. Wait, are we talking about the same guy here? Because the Justin I know always had a really hard time expressing his feelings. Really? Then I guess you haven't read his poetry. He writes poetry now? I'm hesitant to take a look at it, but I'm not sure I can ignore it either. Okay, let's see. Julie, Julie, don't be so cruelly. Come back to Justin, the one to put your trust in. Yep, pretty powerful stuff. Powerfully cringy, but I do recognize his handwriting. So, tell me what happened. Start from the beginning. Okay, sit back and enjoy this informative narrative. Eine informative Erzählung später. So, there you have it. Wow. So do you guys have a plan on how to get back to your own times? Well, we're still working on that one. But if we do get him back, is there any chance you guys could ever become a couple again? You know, it's not like I don't miss him. Even more so after I started dating, to be honest. But the fact remains, he's allergic to cats. His nose starts running and then he gets all rosy around the cheeks. The little oligarch really needs me, you know? You should have seen the state he was in when I found him. So he's allergic to cats, huh? Don't worry. Justin and I are on the case. If you say so, Clout. Okay, wir haben jetzt aber nichts irgendwie bekommen oder so, ne? Nee. Okay, aber wir haben quasi schon mal was abgehakt, nämlich Julia treffen. Wir brauchen aber immer noch das weiche Ei und wir müssen immer noch eine Münze in den Umschlag stecken. Mit ihr kann man wahrscheinlich auch nichts Neues. What's happening, Boss? Not much. Talk to you later, boss. Okay. Ja, ich würde sagen, dass wir dann auf jeden Fall mit Justin weitermachen müssen. Die Frage ist jetzt natürlich... A short pair of elastic dino intestines. Very thick. Also, yuck. Was bringen uns die Dinger? Die andere Frage wäre jetzt auch noch, was hat Clout denn dabei? Können wir daraus irgendwas zum Hebeln machen? Moment, ich versuche die Dinger mal rüberzugehen. I think I'm gonna hang on to it. Okay. I think I'm gonna hang on to it. Ich möchte ja beide behalten, okay. Ah ne, ich muss hier raus. Hallo? Ach so, nee, da komme ich ja wieder dahin. Ich hätte immer noch gerne das Harz. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Nah, my face would still have to get too close to the bugs. Ja, ich weiß. Nah. I'd better hang on to it. Nah, I'd better keep it. I think I'm gonna hang on to it. Nah, I'd better hang on to it. Also ich würde den ja irgendwie aufblasen. Nee, nicht mit dem Berg. Ay, caramba! Ich würde den ja irgendwie aufblasen und dann, Looks like a mouthpiece for some kind of instrument. Ja, das ist natürlich unschön. I feel like I've seen this thing before somewhere, but I can't make sense of what the heck it is.
Aber das ist doch jetzt, das kann man nicht in den Umschlag tun, oder? Nah, I'd better keep it. Nah, I'd better keep it. Ach so, ich wollte aber noch was anderes. Der hat doch noch das Goldfischglas. Da habe ich doch vorhin von gesprochen, oder war es in der letzten Folge? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nice. The spacesuit is now intact. Perfekt. Ach, es kann sein, dass man das dann irgendwie damit verbinden muss. Oh, komm. I don't think they go together. Nicht. Ich dachte jetzt so, um Luft zu kriegen oder so vielleicht. Was ist mit etwas klebrige Handschuhe? I just don't see them together. Okay, na gut. Nah, I'd better hang on to it. That vegan dino said this thing makes a really loud noise. There's no way I can use this myself, though. I don't have the lungs for it. Ja, aber die Frage ist, wer soll die Lunge dazu haben, ne? Kann ich jetzt auch nicht irgendwie mit der defekten Einheit oder sowas machen? Kann ich auch soweit nichts nehmen? Ja, wo ist das denn jetzt? Da. I think I'm gonna hang on to it. Ja, der hätte die Lungen dazu, aber. Bullauge. Ach so, Moment, wenn wir aber jetzt den Raumanzug haben, könnte ich trotzdem mal kurz. Wahrscheinlich bringt uns das jetzt nicht wirklich weiter. Falls es funktioniert, ich weiß es ja nicht. Aber da könnte ich noch mal kurz in den ins Raumschiff gehen. Weil wir sollen ja irgendwas, ne, Stäubchen oder sowas, Körnchen aus dem All besorgen. Hey, Holographic Bob. I told you I'd be back. You did, yes. Mhm. Anyhow, okay, das hatten wir alles thanks schon. For the chat. Please don't go. I appreciate the company, you know. Oh, I'll be back soon, Holographic Bob. Oh. Okay. Looks to be intact. Ja, ich weiß. I'm finished with that. Wie, er ist damit fertig? Hä? Brauchte ich da... Ach nee, Moment, da war der Raumanzug drin. Now... I'm an astute fella, and I know I've seen one of these things before somewhere. There's no huge hand on the other side of this one, though, so it's not quite as scary as the last one. Okay, die Frage ist, kann er jetzt irgendwas in der Zukunft machen? Das Problem ist halt, er muss den Dinosaurier loswerden. Gut, Katzenhaarallergie heilen. Da brauchen wir die anderen Sachen für. Heißer Kamillentee stehen wir so kurz davor und kriegen es noch nicht. Katzenfell, da muss sich der Dings drum kümmern. Allerdings wie, weiß ich auch noch nicht. Ein Hauch Weltraumstaub. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie in der Zukunft machen kann. Finde einen Weg, die Dinos loszuwerden. Finde raus, wie du in das geheime Labor kommst. Wir benutzen erstmal das Kaninchen. So, da komme ich dann. Moment, da komme ich in die Zukunft. Hier rein. Kann man nichts mehr benutzen. This cylindrical area, known as a silo booth, served as the ship's main communication center. Mhm. These cylindrical tubes served as reverberation resonators for this musical instrument known as Galaxy Organ. Galaxy Orgel. Let's see if I can get Holographic Bob back online. Nothing.
I guess the power is long gone by now. Ja. Wir gucken, hier hinten ist auch nichts mehr. Also, oben haben wir den Typen mit der Maus. Aber ich glaube, was... Nee, Moment. Ah. Hier war doch auch noch was. Probably better not to look too closely at that thing. Copyright-wise. Aber man kann damit nichts machen. Das ist nur so ein kleiner Fake, nehme ich mal an. Das sind die Kammern, aber da kann ich auch nichts mehr mitmachen. Schauen wir hier nochmal durch. Dann haben wir hier rechts das. Links ist die Stange. Umkehrautomat. Sorry, the Invertitron is not in working condition quite yet. So, what are you guys working on? We're working on this amazing Invertitron device. Though what it does is still top secret, I can tell you that when it's ready. It will perform unspeakable acts of horror in the service of the Empire. Excellent. Mm-hmm. Talk to you later, Lake. Yes, sir, Special Agent QP43. Ja, da sind ganz viele Sachen, aber nur Bildschirm und so weiter. Das hatten wir ja alles schon. Ich denke auch nicht, dass man da noch groß was mitmachen kann. Ich vermute tatsächlich, dass wir hier... Achso, das war das. Dass wir hier durch sind. Im Krankenhaus haben wir jetzt leider noch nicht weitermachen können. Not sure I need a surface-to-air missile launcher. Ich finde, man sollte immer einen dabei haben. It's just a piece of junk. Ja, dann nimm es doch einfach mit. Mein Gott, ist das denn so schwer? So, da war noch was hier oben. If this were a computer game, I would totally be crawling through that thing sooner or later. Ja. So wie jetzt solltest du das... Ach so, Moment, kann ich die Brechstange? Doesn't seem to work. Ich kann ja auch nirgendwo ein Fenster oder sowas benutzen, ne? Also ich denke mal, dass ich wirklich da oben rumkrabbeln muss. Das Problem ist, der will halt hier nicht rumgehen. Also nicht hochgehen. Dann gehe ich jetzt nochmal als letztes für heute hier rein. Nee. Genau, im Falschen. Hier nochmal ins Krankenhaus rein. Kontrolltafel. I don't think I'll actually get through without the receptionist thingy opening the door. Welcome back, Special Agent QP43. Also, was den Psychotherapeuten angeht. About that psychotherapist. Dr. DR22 will see you when he's good and ready. I'll call out your name, Special Agent QB43. You won't miss it. Das ist die Frage, ob ich das talk to you later, monitor people. Verpassen werde oder nicht. Be safe, Special Agent QB43. Also ich vermute mal, wenn, dann wird wohl irgendwie eine Szene reinkommen oder sowas. War das nicht was the anderes? Plaque reads, all hail the Pythonic Patriarch. In his shadow, we squander our lowly existence. I don't know about all that, but the bubble thing is sure make me want to go and buy a soft drink. Ja, ehrlich gesagt weiß ich im Moment jetzt nicht, wie ich hier weitermachen soll. Ich habe noch ein paar Sachen, wo ich gerne noch mal versuchen würde, ob ich da was hinkriege. Die Sache mit dem Ohrring, mit dem... Kanal. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das Geldstück da rauskriegen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das mit den Sachen machen sollen, die wir jetzt hier haben. Was ist das? Ups, was ist das eigentlich? Nur Menü. Okay. Weil ich irgendwo, meine ich mal, gelesen habe, dass man mit 3 tauschen kann. Das heißt, wir werden wahrscheinlich Julia auch irgendwann nochmal spielen. Ich vermute, dass sie uns dann die Katzenhaare geben wird. In der nächsten Folge werde ich dann nochmal gucken, ob ich Julia eventuell nochmal ansprechen kann
oder ihr irgendwas geben kann oder so vielleicht. Vielleicht muss auch einfach nur ein bisschen Zeit vergangen sein, bis ich dann wieder mit ihr reden kann. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich in der nächsten Folge rausfinden. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!